mit hier drin? Sachs, der Sachs. Hat der Sachs nicht? Ja. Die Gebrüder Sachs. Oh, scheiße, jetzt rülpst du schon wieder, der Idiot. Die Gebrüder Sachs? Nein. Das ist ja schon ein bisschen länger her. Und die haben ohne Bank gemacht. Ja, ja, hier Atze Brauner, naja, sozusagen. Otto Schwanz. Günter Sachs, heißt der Günter Sachs, oder? Der ja, Günter Sachs, das ist so, als so ein Altkanon aus den 70er noch, weißt du? Nicht irgendwie so, meine, damals war das auch eigentlich noch so ein bisschen fast so, naja, okay. Ja, früher hat halt mal ein bisschen mit der ARF geliebäugelt und hat man ja, mal, das war einfach, da ja, mal ein bisschen... Da zählt aus Ganoven noch, weißt du? Ja, Ganoven. Heute gibt es halt keine Ehre mehr runter, weißt du? Heute ja, scheißt er die Taschen zu, weißt du? Und naja, die wollen sich schon mal vom Koffer und Kreislauf. Und machen die schärfsten Sachen, kommen, wenn sie erwischt, scheißen sich gegenseitig an, weißt du? Kein Zusammenhalt mehr, weißt du? Ja. Aber da mal ein anderes Thema machen. Nee, kein anderes Thema. Nee, doch, wollte ich mal sagen. Nee, Toilettenpause oder was? Kennst du noch den, wie heißt der? Jackie Schwerber, kennst du den Jackie Schwerber? Schwerber, ja. Ja. So, eine große Familie. Oder die Kuhnzeit. Schwerber nee, und Kuhnz haben auch viel zusammen gemacht. Nee, Jackie Schwerber heißt er so. Der hat mir Heli nachgemacht. Ach so, nee. Was hat der? Ja, die Sperrwas, das ist eine Großfamilie, Deutsche. Aha. Ach, Jackie Spelter. Der meint Jakob. Jakob Spelter. Den kenne ich nicht. Nee. Jackie Spelter, den musst du mal. Spelter. Ja. Sag mir nichts. Das war mal. Deutschlands ältester Rock'n'Roller. Ja, nun ist er nicht mehr so alt, weil er ist tot schon seit. Ja. 2006. Ich hatte den früher mal. Sagt mir nichts. Beim anderen kennengelernt und mit dem anderen hier gefahren. Na, ich habe ein Foto von ihm vorne hängen. Meine ich doch. Ja, ja, das ist der, ja. Ist der mit Ding so mit Bums? Ich hab mal einen Typen aus einer Rock'n'Roll-Tanzschule in was war, Zelto, Zehlendorf. Also hier. Der hat auch die Mafia-Zeit mit dir, macht der später. Ja, da ist Gitarre gespielt und der hat Musik unterhalten. Ich weiß, das ist alles. Der war richtig gut. Witzig. Die Beatles waren bei ihm Vorwand. Ach du Scheiße. Ja. Ich hab den irgendwo mal gesehen. Oder hat er mal gespielt? Oder komm mal mit. Im Beatles. Hätte er ja bei er Vorwand, bei den Beatles. Ja, nee. Und ja, hat mit den Beatles zusammen gemeinsam auf der Bühne gestanden. Davon habe ich auch noch Fotos. Schön. Ja. Apropos Fotos. Ich hab da bloß. Und schon wieder ein anderes Thema. Na, so, also Physik. Also irgendwelche Berühmtheiten halt, große Autogrammkarten, also große Teile unterschrieben müsste. Ja. Und bei manchen bin ich mir echt sicher, dass es wirklich real unterschrieben ist. Und bei manchen siehst du auch gleich, weil dann hast du zehnmal das gleiche, weißt du? Ist ja klar, dass du nicht. Eine Drucksignatur, ja. Aber also bei einigen bin ich der Ansicht, dass das original unterschrieben ist. Ja, kann ja sein. So mit ein paar Papier, Senna ist dabei, von Autorennen und so weiter, ein paar Sportler, Schauspieler, Gesangsdinger und so weiter. Weiß nicht, hast du da Interesse an so was? Na, ich kann mir das gerne mal angucken, aber ja, ich rufe da echt nur was, wo ich weiß, dass das auch ja, einfach eventuell interessant oder auch mal eine Aussage zu treffen, ob das überhaupt was ist. Was ob man das hier hinhängt. Ich meine, ich habe Rudolf Caracciola, habe ich da vorne hängen, wa? Ich meine, das sind 300 Euro Autogramm. Das sind bis jetzt 300, 400 verschiedene Dinger, weißt du? Das hört sich ja an wie mein Posten, den ich mal hatte. Andi, wo nee, hast du den her? Ich hab den Mann nicht. Ihr habt den Albert hier, wir haben mit dem Mitbewohner. Das ist ja nicht. Genau, was mit dem Bord. Ich hatte mal 700 Autogrammkarten, alle original signiert, alles verschiedene. Mhm. Habe ich in der Anfangszeit, wo ich eBay gemacht habe, den verhökert für 75 Euro. Mark. Boah. Ja. Das war nicht viel. Nee, war nicht viel. Und das Schärfste war, die kamen sie ja zurück. Wenn du bekommen hättest, ja. Wenn du pro Karte bekommen hättest. Ja. Und das waren schon die Anfangszeiten von eBay so. Also. Ach so. Eine Sache kam zurück. Die kamen zurück zu mir, weil die konnten nicht zugestellt werden. Ah. Das war mein Glück. Zack, stand irgendwann der Postbote da mit dem total zerknütterten Paket. Das sah aus, schlimm, wie durchgetreten, so nach 4-5 Wochen oder was. Ja. Ja, konnte nicht zugestellt werden. Ich sage, na, oh, hoppala, na ja, na dann. Guck mal hier. Was ist denn mit Jimmy? Hendrix halt immer noch. Ja, eine alte Siemens Filmmaschine. Soll auch noch voll funktionstüchtig sein. Mhm. Muss so, also, ja. Der ist 15 Jahre. Habe ich noch gesagt. Er sagt, das ist vor dem Zweiten Weltkrieg. Sagt mhm. Nee, das, ich würde sagen, das ist so Anfang 50er, Ende, vielleicht Ende 40er, 49, ja, kann auch sein. 15, ja. Aber auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt mal hier off the record, ja. Bist du eigentlich noch im Business? Ich bin im Business. Ich bin im Rente. Bist du na, mit Bushido bist du doch. Ach, Bushido. Ja, verkaufst Bushido du auch jetzt Zierfische? Ja, mit ja. Bushido zusammen? Das ist ein Schmalspur-Gangster, weißt du?
Ja, was willst du? Wie viel Kilo willst du denn gerade? Kilo? Wie viel Kilo Minibagger? Bagger? Minibagger? Minibagger. Wie viel Kilo darf er denn haben? Der Andi macht nur einen Bagger. Im Bagger. Ich ja. Einen Bagger. Ja. Nee, da bin ich halt ausgebaggert. Ich bin pensioniert. Pensionier? Ja, klar. Nee, naja, ob du das Kauf wollte ich fragen, aber vielleicht kannst du mir sagen, was so weit wert ist. Hast du da vielleicht einen Plan von? Nee, habe ich nicht. Hast du nicht. Da gibt es welche mit Verstärker. Komplett, hatte ich neulich gehabt. Ja. Weil neulich ist ja auch Quatsch, vor anderthalb Jahren. Ein Kettenantrieb oder so, ist das Ding. Apropos Verstärker, willst du diese Lautsprecher da eigentlich verkaufen? Auch mal irgendwann in deinem Leben? Oder? Eigentlich wollte ich sie nie reparieren. Jetzt 600 Euro und dann sind weg. Ja, aber dann. Das sind. Ja, das ist schon klar. Ich glaube, die alte Bauanlage. Sieht ja nichts aus. Mhm. Aber da kriegst du richtig Geld für bezahlt. Studio. Ja, Studio, genau. Ich weiß, Studio. Ich war immer stark interessiert, weil das vom Design her ist auch ein Klassiker. Und ja, Braun machen. Braun machen einfach hier. Ja, ja, eben. Das ist der Hammer. In der Technik Braun machen. Das spielt im Burmeisterklasse, weißt du? Mhm. Das ist schon gut. Ja, das ist ein Burmeister. Hm. Aber wieso hast du Interesse dran? Nee. Eine Freundin hat gerade mir Bilder geschickt von einem Dualplattenspieler, aber die haben 30 Watt dynamisch für die so eine Kompakt-Dual-Ding. Ne? Aber klar, Dual ist immer für eine Anlage gebaut worden. Naja, eben. Und Dual war ich für und jetzt kannst du verstärker anhängen. Ja, Dual ist eine gute Idee. Nee, ja, kannst du natürlich noch. Mhm. Das Ding hat ja eigentlich schon, ist ja schon eine Kompaktanlage. So. Du könntest natürlich. Ah, die guck mal, ja, Dual. Bestimmt, ich glaube, wir waren hier im Haushalt vertreten. Achso, naja, wenn es nicht komplett geschlossen ist. Klar, natürlich musst du das ADS-Stufe abklemmen und am anderen Verstärker anklemmen. Ja, also kennst du so einen Kasten, und Dualkasten. Ja, nicht ja, diese kleinen Plattenspieler, den ich auch hatte. Ich hatte einen Plattenspieler und hatte den Vorverstärker. Weil ja, klar, natürlich muss er eine gewisse Sendeleistung haben. Ja, klar, einen eigenen, aber sonst halt. Ein Verstärker kann er bloß verstärken, was er kriegt. Also er muss ja irgendwo ankommen, erstmal. An eine alte Anlage ran. Weil der Verstärker verstärken kann. Wisst ihr, diese alten Radioverstärker, wo der Radio hattest und ja. Als Tüner so ein Telefunken oder so mäßig, wumm, die dann erstmal so ausschlugen. Nee, und so. Ich bin zurückgegangen, ich bin back to the roots, ich hab mir nur einen Verstärker gekauft. Mhm. So. Na, meinke, und die hat so die Geräte ja mit Röhrenverstärker, aber Mono. Also, und ganz ehrlich, ich bin auch erst mit Dolby-Dingern, die hier mit 5 zu 1 und 6 zu 1 und 7 zu 1 und wird alles ab, ist so und ich bin zu Round und bla bla bla. Ich bin zurück zu einfach Stereo, zwei gute Boxen, schönen Röhrenverstärker und du hast einen besseren, wärmeren, satteren Sound. Das war schön von Bedienung her, komfortmäßig. Klar, du kannst die einzelnen Titel anwählen, ja, aber so ein schöner Plattenspieler mit einem guten System, mit einem guten Röhrenverstärker und ein paar guten Boxen dazu, da kommt einfach, das ist so ein. Da geht mir das Herz raus. Ja. Das ist ein Plattenspieler halt. Ja, habe ich noch anzubieten, schönen Torrents, wie gesagt, mit dem teuersten System, was noch da noch, diese ja. Limited Edition. Mhm. Da habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Was haben wir dafür? Ja, endlos viel Geld. Endlos viel Geld. Ja, allein das Limited Edition Abnehmer. Ich hatte einen Torrents gehabt, ich komme nicht auf die Typenbezeichnung, aber die hat eine 75 Kilo Schwungscheibe gehabt. Ja. Und zwar ist es eine dreifache Teil. Die hat das untere Teil hat anders rotiert als das obere Teil. Und in der Mitte war auch nochmal ein Teil, was praktisch wie stillstand ist. Und dadurch war oben so eine Schlitze drin und ist durch die Gegenrotation von den beiden Tellern ist oben ein Sog entstanden. Wo die Platte richtig plan aufgesogen auf den Kanten. Und du konntest also Partys feiern, wirklich mit 50, 60, 70 Leuten in einer Zimmerbude. Denn die Bude hat gewackelt, aber der Tonarm ist ruhig gelaufen, wenn du sonst den Fendig aufstellen musst. Ne? Weil durch die 75 Kilo Schwungscheibe und die gute Abfehlung an den hatte, hättest du die Elefanten den tanzen lassen können. Ja, und Andi, wie hast du das Ding mit nach Hause gemacht? Mit dem Minibagger? Nö. Mit dem Minibagger? Nee. Hier, wenn du die. Wo hast du denn das her gehabt, sowas, Mann? Das habe ich mir aus dem. Bei uns oben in Wedding gab es so ein. Nobel-Technik an- und Verkauf. Weißt du? Ja, die haben wir noch, diese High-End. Ecke Barfußstraße, weißt du? Aber der hat halt nie, also ich habe gehört, dass er nicht mehr sein sollte. Okay. Jedenfalls hat er halt nur mit hochwertigen hochwertigen Sachen gearbeitet. Weißt du? Und von denen, den habe ich halt Nakamichi-Tape hingebracht, mir alt, weißt du? Und das Außendrehen, weißt du? Ja.
XZ2600 oder was das? Ja, die, ach, das außen ist Berliner Boden, also es gibt ja HiFi im Hinterhof. Hier und einen Dennenverstärker? Ja, aber neue denn. Aus Bern, ja, nee, die gibt es schon ewig. Aber sonst gibt es auch eine kleine Manufaktur in Berlin, die HiFi-Werk Bausteine selber bauen, wurde dann halt. Ja, ne? Meist veredeln sie bloß. Also nee, aber so die sind voll dabei. Nee, die sind voll dabei. Die gibt's auch, aber klar, das kriegen wir noch verkauft. Hast du halt auch Plattenspieleranlage, bist du bei 15, steigst du mal ein. So, das ist Baumeister. Ja. Also der kleinste Verstärker, den Tipp vom Baumeister, kostet nur 6.500. Und das ist wirklich, also da hast du, ja, ist halt wirklich unscheinbar. Und wenn du mal anständig haben willst, eine ganze Baumeisteranlage zum Beispiel, hat guck mal, was sogar Katalog gehabt. Mit Boxen, allen drum und dran, allen vom Baumeister. Das waren die Boxen, die hat Baumeister nur ausgesucht, die sind von Vokal und Baumeister halt die Häuser verbaut. Aber bist du mit 178.000 dabei. Oh Gott, das. 178.000? Ja. Da guck ich mir lieber Mini-Bagger. Da kannst du dir 17 Mini-Bagger kaufen. Ja, ganze Flotte. Ist ja unglaublich. Oder du holst mir die. Nee, ich nicht mehr. Ich hab damit, ich bin raus im Spiel. So. Als GTA-Mission mache ich das. Ja, Mini-Bagger-Challenge. Die kannst du ja mal allen vorschlagen. Eine Mini-Bagger-Challenge. Ein Mini-Bagger-Spiel. Knack den Bagger. Das ist auf die Idee gekommen. Manchmal hat man ihn noch gehabt, um Rennen zu machen. Also. Ja, also ein Mini-Bagger-Rennen, ja. Und das Kuriose dabei war ja, die hatten ja schon angefangen, dann irgendwann mit GPS-Sendern zu arbeiten. Ja. Wir haben aber die Dinger mal nach Polen verschifft, ja. Und wir haben einen Fahrer gehabt, der ist Kühltransporter gefahren. Und die Kühltransporter sind ja mit Aluminiumlicht. Ja. So. Und auf der Hinfahrt, der hat man aus Polen nur abgeholt. Ja. Der war auf der Hinfahrt immer nach Polen leer. So. Ja. Die Minibar auf seinen Kühltransporter rauf, weißt du? Bupp, war schon mal das GPS-Signal weg. Wir wussten ja, wir haben schon ganz weit observiert. So machen wir das jetzt mit den Lidl-Bikes. Ist ja klar. Die haben wir das mal nicht gekriegt. Okay, aber weißt du, wo die stecken, so eine GPS-Teile? Eben nicht, wir wussten nicht, weil das eingebaut war. Weil das war mein Gedanke. Heutzutage wird doch jeder. Guck mal, du kannst auch, klar, kannst einfach suchen. Das ist komplett Ding, aber so die GPS-Teile. Okay, aber jetzt mal so groß, für alle Diebe, ne? Holt euch einen Kühltransporter, packt die Teile darin, versiegelt. Nee, aber was ist denn die Geschichte an den Lidl-Bikes? Sind die, kannst du, weil ich sehe die jetzt überall rumstehen, oder lässt du die einfach irgendwo stehen? Die haben GPS. Okay. Und wenn wir sie jetzt alle vernichten wollen, müssen wir einen Kühltransporter holen, der groß genug ist, wo die alle drin passen. Genau. Sind ja bestimmt hier im näheren Umkreis schon 1000. Wollen Sie von Lidl die Fahrräder? Ja. Ja, überall. Ja. Und wir brauchen jemanden, der in einer Eisengießerei arbeitet und der Material braucht. Viele Alu-Rollen, wo sie einpacken drin können. Ja, genau. Alufolie. Es gibt ja nicht nur Lidl, es gibt auch noch andere, gibt es nicht mehr. Deutsche Bahn ist halt unmäßig. Lidl wurde gekauft von der Deutschen Bahn. Aber ja, komplett andere Fahrräder. Nein, komplett neu. Also, ja. Ich denke mal, also ich kann dasselbe System. Ich finde an sich, genau das gleiche. Dass die auch manche auch nur einfach umgefärbt haben. Nein. Die sind brandneu, die Dinger. Brandneu. Okay, ist unglaublich. Ja, ich glaube, das ist nicht so. Die haben die ganzen Standpunkte übernommen. Es gibt seitdem auch keine deutschen Bahnräder mehr. Ich glaube, die hatten Schnauze voll. Die haben die immer aus dem Kanal gefischt, die Dinger. Ja. Die machen ja auch richtig scheiße. Und die sind ja auch scheiße. Die sind ja zum Beispiel. Jetzt fahren sie im Moment ganz gut, ich wahrscheinlich. Ich bin immer gefahren, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Das kann so schlimm nie gewesen. Es gab mal, Chaos Computer Club hat die ja mal gehackt und dann konntest du irgendwie mit 23, konntest du die öffnen. Wusste man das irgendwie, welchen, oder 23, 42. Aber ehrlich, lieber laufen als mit dem Ring fahren. Ja, ja. Das hätte ich sowas von krank, die da hätte. Weil du ein bisschen größer bist, nicht so dicke. Aber einkaufen. Das ist schlimm. Wieso bei Lidl? Wir wollen alle weg, oder was will ich nicht? Ich stehe ja nicht bei Lidl, Mensch, die Räder. Lidl-Räder, ich stehe überall. Mieträder von Lidl, die stehen überall. Ich sage, es gibt keine feste Stelle, wo die stehen, die können überall stehen. So. Wenn du die dann wegnimmst, dann kannst du die bei dir bei der Haustür hinstellen, ja. Da steht es da. Das ist wie mit den Car2Go. Du rufst praktisch über deine App die Lidl-Bikes an und die sagen dir in deinem Umkreis, wo das nächste Fahrrad steht. Ich bin total bescheuert. Deswegen muss man schnell sein. Die Aktion darf nur eine Stunde Zeitfenster an 300 verschiedenen Orten und dann haben wir die nähere Umgebung hier gereinigt von Lidl-Rädern. Kann doch Transporter. Ich
kann da der Draht nicht gut haben, ja, bei dir da hinstellen. Ja, warum? Musst du ja nicht. Musst du nicht. Ach so. Du kannst einfach stehen lassen. Zack. Hat ein GPS drin. Ein Handy. Wird automatisch geortet. Das wir hat. So. Hat ein Handy drin. Genau. Im Grunde genommen ist es ja nicht anders. Hat eine SIM-Karte drin und fertig. Wird wahrscheinlich durch Solar oder was geladen. Ich habe ja auch keine Ahnung. Ja, durch den Nabendynamo. Bauteil drin haben, du kriegst SIM-Karte mehr. Das durch, weil der fest eingebaut sein lässt. Durch den Nabendynamo. Irgendwie. Oh Gott. Ja, oh Gott, wo führt das alles hin? Wie entsicherst du die? Also wie ich habe keine Ahnung, einen Stift musste ziehen, du bist Splint. Ja, wie bei einer Granate. Aber mit deinem, also du hast eine Karte, du bist ja Mitgliedskarte, bist du nicht. Ich habe keine Ahnung, ich wüsste nicht. Bei den Auto hältst du ja auch irgendwie eine Karte ran. Also ich würde die ja nur klauen und kaputt machen. Da bist du ja wieder in so einem Verein drin. Muss ich beim Server einwählen von den Lidl-Vertretern, der hebt den. Sagt ihr, wo der nächste Fahrrad steht und gibt dazu die nötige Code. Im Grunde genommen wird es wahrscheinlich auch noch abgeglichen, ob das mit dem Code geöffnet wird. So, und jeder Code ist natürlich wahrscheinlich individuell. Das lässt sich ja heutzutage alles leicht machen, war mit Handy. Wenn da läuft, dass du das Handy ranhalten musst, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob du noch manuell eintippen musst. Das ist ja nicht immer derselbe Code. Achso, du könntest jetzt einscannen. Du könntest, wenn die einen Code haben, einen QR-Code, dann scannst du den Fahrrad ein. QR hebt schon gar nicht mehr, wa? Und das, ja, Handy, und das Handy entsperrt. Ich habe mir noch nie den Fahrrad liegen. Dein Handy entsperrt dann sozusagen diese. Wir können ja mal den Test machen. Lass uns mal so ein Lidl-Bike ranholen. Ja, klau doch mal so ein Lidl-Bike. Nee, machen wir natürlich nicht, aber ich meine, wie findet ihr das? Ja. Wieder sagt, ich finde es nicht so gut, ehrlich gesagt, mit den Lidl-Rädern, weil das raubt dir natürlich, das ist ja ein Riesenkonzern. Keiner von den Lidl-Bike-Kunden wird sich so ein Fahrrad mieten von Lidl, wenn er eine Fahrradtour machen will. Dafür, dass man für einen großen Einkauf nach Hause fährt, mag das sein. Ja, das wissen, wissen die. Aber Andi, das weiß doch der Tourist nicht. Der am Bahnhof schon nach überfordert. Der wird nach dem Bahnhof schon überfordert werden, weil am Bahnhof stehen schon die ersten 300 Stück zur Verfügung. Ja, jetzt überleg doch mal. Der kommt doch denn nicht an und sagt, jetzt warten wir erstmal und gucken mal da. Das ist schon Konkurrenz natürlich. Für alle Fahrradläden sozusagen. Wird er merken, nee, da mache ich wieder keine Tour. Ah, ich finde das natürlich nicht so gut. Ja. Ich meine, ich lebe ja auch ein bisschen vom Verleih natürlich. Und dann hast du sowas auch noch als Konkurrent. Ein Konkurrent, der kein Konkurrent ist, weil er einfach so riesig ist. Weil er so groß ist. Meine Lidl sollte Lebensmittel verkaufen und weil wegen ihre Gemex-Ware da. Machen sie eigentlich nicht mehr. Naja, aber das ist ja nicht. Was machen die denn in Zukunft noch alle? Das ist ja die Frage. Was sind denn weniger Lebensmittel als irgendwelche Fernseher? Was machen die in Zukunft? Was machen die in Zukunft noch? Was machen die in Zukunft noch? Was macht Lidl in Zukunft noch? Macht Gesundheitswesen? Vielleicht eventuell? Vielleicht haben sie auch noch einen Lidl-Doktor, Lidl-Arzt. Oder wie Kneste, oder? Der Tipp der Lidl-Reise.